Ich glaube, jetzt habe ich mich wirklich verschwommen. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt finde ich es, glaube ich, wirklich gar nicht mehr. Ah, hilft nichts. Hilft nichts. Danke, Wolf. Fühl dich zurückgeflatscht. Ja gut, ab nach oben. Ah, miese Geschichte das. Ja, wir sind wieder hier. Dass wir auch sonst nichts weiter finden oder so. Durstig sind wir halt jetzt auch schon. Wir müssen, glaube ich, noch tiefer gehen. Hilft nichts. Obwohl ich wirklich gerne wissen würde, was jetzt hinter dieser Tür ist. Hier sind Schrottteile. Ja, doch. Später vielleicht, gell? Oh, scheiße, das Ding ist leer. Wir müssen wieder schwimmen. Darauf habe ich ja gar nicht mehr geguckt. Scheiße. Da ist unsere Basis, aber schaffen wir schon. Ah, Mano. Wir müssen gleich nochmal straight seitlich schwimmen. Danke. Na, wie schaut's aus? Alles mit dem Schritt hier auf... Ja, sieht doch gut aus hier. Es sieht doch ganz gut aus hier. Ja, Lithium. Titan. Was machen wir denn jetzt? Boomerang essen. Schon mal das Erste, was ich mache. Boomerang essen. Und was trinken. Flachwitz. Oh je, hä, waren die nicht schon rum? Was ist denn hier wieder los? Erzähl einen Flachwitz. Was ist braun, zäh und fliegt umher? Eine Ledermaus. Eine Ledermaus. Ja, schön. Okay. So. Essen. Essen. Perfekt. Lecker Mio. Wer kennt sie nicht? Die Ledermaus. Ja, ja, ja. Super toll. Super toll. Blue? Hier weiß ich nicht. Weiter jetzt auch gerade. So. Das Spiel will, dass wir zu Degassi-Gedöns kommen. Das ist schon mal was, was klar ist. Und das eine U-Boot-Dings, Wrack. Frage ist, wo kann ich hin und wo nicht? Jetzt. Wir waren doch ungefähr so. Ich schwimme da jetzt nochmal hin, echt. Gar keinen Bock jetzt hier. Das kann nicht sein. Wir müssen es finden. Wir müssen es finden. Ich will das jetzt aufschweißen. Muss leider in den Lurk. Viel Spaß im Lurk, aber Wolf. Danke auf jeden Fall auch für den Lurk und so. Der Sound will nicht. Echt so? Was soll das? Was soll das?
Ich weiß nicht, wie tief wir vorhin waren, echt. Wenn ihr was seht, sagt ihr Bescheid, oder? Waren wir bei diesen... Wir waren noch nicht bei solchen Popeln. Wir haben uns doch schon wieder verschwommen. Das stimmt doch schon wieder nicht. Da greift mich schon wieder irgendein Lappen an. Komisch, es war doch so seitlich. Hauptbasis. Hä? Hä, wir sind ja plötzlich komplett anders wieder geschwommen. Hä? 30 Sekunden. Ich bin doch... Das kann doch nicht sein. Hier, was ist das? Ist es das? Nee. Oder doch? Nee, das ist es auch nicht. Ah, Mann. Und dann, wenn wir endlich die Kiste aufgemacht haben, so folgen Sie Twitter-Seite XY. Oh Gott, nein. Holy shit. Vielleicht so Twitter-Easter Egg irgendwas. Das wäre rotzfrech. Also hier ist ein Wrackteil, aber das da sind Wrackteile. Wo sind wir? Was ist das? Ah ja. Toll. Das wäre so bitter, echt. Bisschen wie bei Fortnite dann. Was ist das? Was ist das da? Was ist das? Laserschneider. Laserschneidi. Haben wir aber auch schon. Das ist wahrscheinlich auch. Okay, hier Laserschneider. Hier sind auch nochmal Teile, guck mal. Hier sind doch überall Wrackschichten. Auf Zeiten! Ich sehe nichts. Was ist das da? Nicht scannbar. Hier, guck mal. Hä? Ist ja wieder was ganz anderes, oder? 30 Sekunden. Wie 30? Was? Schon wieder? Kannst du mir jetzt mal einen Schuh aufblasen? Fuck, das gibt's doch nicht. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Oh, ich ertrinke. Eine Sekunde noch. Oh mein Gott. Alter. The fuck. Wieder runter. Oh, das ist so spannend. Es ist so krass, echt. Mit der Sauerstoff und alles. Wow. Leben am Limit. Das ist gar kein Ausdruck, Alter. Das ist wirklich so. So, pass auf. Jetzt gehen wir nochmal rein. Ab geht's. Hier, das ist wieder so eine scheiß Schneidertür. Ich kotze euch alle voll. Was sind das hier für Teile? Laserschneider. Hey, geh halt kotzen. Was ist das? Batterie-Ladestation-Fragment. Toll, kenne ich auch schon. Was ist das da? Schubkanone. Kenne ich auch schon. Rein da. Irgendwas Neues vielleicht. Ich muss einen Schneider herstellen. The fuck? Aua! Ich muss was Neues herstellen, ja. Ich muss unbedingt den Schneider befragen. Was? Ich muss den Schneider befragen, ja. Ich muss den Schneider herstellen. Verdammt! Was ist hier alles? Nichts. Hier ist noch ein Kistchen. Ist wieder ein Schneider. Ach komm! Ach komm, hör mir auf mit deinen Schneidergeschichten da. Geschichten aus dem Schneidergarten. Oh, da ist wieder das da. Okay. Ja, was ist hier los? Was ist das eigentlich für eine Insel? Hä?
Hallihallo. Das ist ja gar keine Insel. Was ist das? Ist wieder so eine Kanone, ne? Hier geht's sehr tief runter wieder. Da liegt doch wieder was. Hey, was ist da? Oh. Ach du Scheiße. Weiß ich, ich bin ja schon unterwegs. Aufpassen, dass es keine Halsabschneider sind. Halsabschneider. Lol. Warum mache ich es eigentlich so knapp und spannend? So, genau unter mir ist ein Riesenwrack scheinbar. Damit meine ich nicht mich. Also unter mir. Keine Ahnung. Weiß doch auch nicht. Wie habe ich da irgendwas gesehen? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Es ist wieder Nacht. Oder war da doch nichts? Scheiße, ich sehe nichts. Doch klar. Hier. Oh, Alter, was ist hier? Was ist hier? Ich habe keine Signalbojen. Kotz. Ist es verstrahlt? Kann ich rein? Das ist safe verstrahlt, oder? Das ist riesig. Was ist das? Kann man da rein? Hallo, hallo? Das ist eine Tür. Wahnsinn! Ist es verstrahlt? Hallo? Es ist nicht verstrahlt. 84 Sekunden. Okay, es geht. Da ist irgendwas scannbar. Da, was ist das? Krebswurfhakenarmfragment. Danke. Hey. Was für ein Vieh? 50%. Ich muss nochmal so ein Teil finden. Jetzt geht hier was vorwärts, Leute. Was ist hier? Was ist hier alles? Nee, nochmal eine Schneidertür. Junge, das gibt's doch gar nicht. Schwimmflossen mit Ladefunktion. Bitte was? Salzsäure. Danke. Mann! Okay, wir müssen nach Hause. Wir müssen Schneider craften. Hilft ja alles nichts. Was ist hier für ein Gang? Achso, hier geht's ja raus. Also ab nach oben. Wir haben was Neues. Das ist schon mal krass. Kein Problem, schaffe ich. Aber halt den Standort wiederzufinden, ne? Das ist halt so ekelhaft. Ich muss temporäre Signalbojen basteln, die nur dafür dann da sind, so. Zum für kurz das Wiederfinden, mehr nicht. Das finde ich doch im Leben wieder nicht mehr. Hä? Das finde ich doch gar nicht mehr dann auch so. Konstruktionswerkzeug? Lass mal was bauen. Bitte. Innenbeetkasten. Ah. Okay, verstehe. Es hat gerade geklingelt. Warum? Moment. So, da bin ich auch wieder. Oh Mann, zurzeit klingelt so ein kleiner Junge immer. Keine Ahnung, so ein Fünfjähriger oder so, keine Ahnung. Der mag, glaube ich, meine Klingel. Na gut.
Besser das als andere Personen. Ja. So. Na gut. Okay. Also, was wollte ich machen? Was bauen? Vielleicht. Das ist schon cool. Fundament? Der klingelt auch schon wieder. Denke ich. Ich guck mal nochmal. Ich guck mal nochmal. Moment. Oh Mann, was ist mit dem? Rennt der denn dann weg? Ja, schon, der rennt dann in die andere Kellertür und versteckt sich hinter seiner Mami. Oh Mann. Ist ja auch irgendwo auch cute, ne? Das ist besser als andere Nachbarn, ich sag's, wie es ist. Weil. Okay. Es ist immer noch Nacht, ne? Das bringt mich hier voll durcheinander. Er soll das mal lassen. So. Jetzt. Was haben wir denn da alles? Hier, wir könnten doch hier. Hier oben. Könnten wir doch vielleicht was bauen? So. Oh, was ist das? Achso. Schauen wir mal hier. Fundament. Ja, schau. Brauche ich gar nicht. Ich brauche gar kein Fundament, Leute, weißt du? Eine Luke. Quarz und Titan. Fuck. Das Problem ist, dass ich gerade verdurste. Das ist nicht gut. Scheiße. Gibt's doch wieder nicht. Hier, ein Blubberfisch. Bitte. Kann ich dich essen? Minus 4. Also das Survivaling ist gerade sehr hart. Wirklich. Es ist sehr, sehr hart. Gerade. Ach, scheiße, echt. Ja, ich bin tot. Ich habe nur Titan dabei. Ja, das ist nicht so wichtig. Gut. Na gut, dann verdurste ich mal, ne? Rettungskapsel, bla bla Ich möchte bla. mal wissen, wer sich sowas ausdenkt. Junge, wo ist alles? Hauptbasis 400 Meter. Schaff ich nicht. Ja, echt so. Es ist sehr krass gerade alles. 400 Meter geradeaus da lang? Hä? Es wird alles seltsamer. Immer seltsamer. Schaffe ich es noch in meine Basis? Ich denke nicht. Oder? 100 Meter? 190? 150? Schaffen wir es? Ich sehe sie schon.
Weiß ich. Bin ja schon dran. Bin ich nicht. Ich bin tot. Moin. Welcome aboard, Captain. Ich hab nichts mehr zu trinken. Ja gut, dann packe ich erstmal alles hier rein. Jetzt können wir sterben. Jetzt ist okay. Schaff's eh nicht mehr. Hab nichts mehr. Ich hab hier Samen noch. Melonen, meine Melonen. Wir müssen da raus! Nimmst du schnell wieder hoch. Also Melonen? Nein, wo sind die Melonen? Ich hab sie ja unten hingebaut. Ich bin tot. Ich bin so tot. Hilfe! Melonen, 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 Melone, 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 Melone. Siehst du mein Leben? Dieses rote bisschen da? Oh Gott. Was ist geschehen? Puh. Die Melonenmission. Alter Falter. Alter. Wow. Echt. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Melonen retten Leben. Wir brauchen mehr Melonen auf der Welt. Alter. Wow. Wow. Wenn das nicht knapp war, weiß ich auch nicht. Fuck my life. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich werde nachher das nächste, also später, ich werde vielleicht eventuell da einfach. Da, wo der Außengarten ist, werde ich vielleicht noch so ein kleines Räumchen machen, wo dann der Innengarten ist, vielleicht. Vielleicht das Observatoriumsgebäude, hm? Hier das da. Schau mal. Ja, wie süß. Guck mal, das können wir hier dran knöpfen. Finde ich eigentlich süß. Weiß nicht, ist irgendwie süß. Weil der Popel. Ja. Ja. Geht es nochmal da dran? Nee, ne? Ah ja. Okay. Das ist vielleicht eine Idee, weiß nicht. Ah ja. Ach so. Melonenmission. Danke für den Clip, echt. Mega, ich habe gehofft, dass das geklippt wird. Ich... Dankeschön. Oh Mann, es war so krass jetzt. Oh. Wir müssen. Warte mal. Wie stelle ich richtiges Wasser her? Nochmal. Vergiss das immer. Ah, Salzsäure. Nice. Wir müssen ja, nein. Nee, hier. Nee. Ah, Chlorbleiche, Röhrenkorallenprobe. Ja, es war ja auch super lustig, glaube ich. Ja, es war auch super spannend, finde ich. Oh Mann, Röhrenkorallenproben. Das ist der Scheiß, den ich halt nicht pflanzen kann. Aber gut, das ist ja nicht so wild. Ich hab das Zeug irgendwo. Und Salz habe ich auch. Genau, Röhrenkoralle Probe. Naja. Dann können wir das mal herstellen. Hier, Chlorbleiche, ne? Lecker Chlorbleiche trinken. Dieser riesen Totenkopf auch auf der Flasche. Passt schon. Gar kein Problem. Das trinken wir dann. Nee, Schmarrn. Das können wir natürlich in Wasser herstellen. So. Desinfiziertes Wasser.
Erst dieses, okay, jetzt können wir sterben. Und dann diese, aha, Blick, Melonen, Melonen, voll gut. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen, den Clip. Das war bestimmt super lustig. So, oh. Schaut euch das an. Perfekt. Ha. Ja. Und das lagern wir auch direkt mal irgendwie hier. Zwei Flaschen würde ich hier mal lagern. So, fertig. Und dann kann es wieder losgehen. Ich bräuchte aber nochmal ein Erste-Hilfe-Kit, aber das ist wahrscheinlich noch nicht so weit. Nein. Egal, nicht wahr? Eine Seemotte, da brauchen wir wieder so ein Glas, Öl. Junge, wie stelle ich denn das her? Warte mal. Wie stelle ich dieses Akku-Ding her? Batterie, Energiezelle, zwei Batterien und Silikongummi. Da brauche ich einen Säurepilz und Kupfererz. Ja, aber... Okay, dann machen wir das so. Okay, dann machen wir das so. Zwei Batterien und dann brauche ich vier Säurepilze. Vier Säurepilze und Kupfererz, alles klar, komm, Leute, wir müssen hier mal langsam wieder hier durchsteigen. Was ist hier drin? Hm? Kupfererz, perfekt. Und Säurepilze sind ja im Garten. Zum Glück. Dieser Popel, echt, mega witzig. Na, vielleicht ist es doch blöd. 1, 2, 3, 4. Hey, was soll das? Hä? Hallo? Hallo, könntest du... Was treibt er denn da? Sehr schön. Ne, immer schön nachpflanzen, ist ja wichtig. So, hier wieder rein. Dann machen wir in dem Fall nochmal Batterien. Ich wollte sowieso nochmal eine vierte auch herstellen, aber das schaffe ich jetzt glaube ich nicht. Ich brauche... Das ist ein Akku-Ding. Also, Batterien. 1, 2, Haferbrei, scheiße. Und Silikongummi, na gut. Silikongummi. Habe ich noch auf Lager. Das mache ich, glaube ich, aus dem gelben Gestrüpp, was hier in der Nähe wächst. Eigentlich ist meine Basis sehr gut gelegen, insgesamt. Wow, das ist groß. Dann Glas. Zweimal Glas. Und ein Tropfen. Und Shish. Also das da, Blei. Dann... Wo ist denn das ganze Quarz und so weiter? Ist alles hier noch so unsortiert. Ekelhaft. Was ist das? Oder eine Korallenprobe. Ja, okay. Das hier brauchen wir einmal. Erze. Zisterze. Da ist nur Müll drin. Das ist alles nicht richtig. Ich muss irgendwann sortieren. Das. Ich brauche noch einen Quarz. Glaube ich. Hier. Achso, da ist ja schon Glas. Ist mir egal. Gut, dass das Rezept noch angepinkt ist, gerade hinter meiner Cam. Das ist sehr gut. Also, einmal Glas. Nochmal. Achso, klar. Dann Titanbarren noch. Brauche ich 500 Titan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zack, zack, zack. Ja, perfekt, oder? Jetzt können wir wieder eine Seemotte basteln. Hm. Hoffen wir mal, dass sie nicht wieder kaputt geht. So, ab nach oben. So, einmal. Dann hier. Da, dies. Danke. Dann einmal runter. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal so ein Schneidwerkzeug. Ne? Das müssen wir jetzt auch noch machen, damit wir diese Kaktüren endlich mal aufschneiden können. Leute, ernsthaft. Schauen wir mal, was wir dafür alles brauchen. Nee, das ist hier unten.
Das ist eine violette Ta. Ha. Okay. Kreislauftauchgerät. Ja. Kompass. Ja. Strahlenschutz. Ja, ja. Reparatur. Taschenlampe. Feldmesser. Leuchtfackel. Stasegewehr. Laserschneider. Zwei Diamanten. Eine Batterie, Titan und Höhlenschwefel. Hä? Heft ich mir mal an. Woher Höhlenschwefel? Mann, lass doch den Keck. Jetzt kommt hier erstmal alles wieder rein. Das auch. Das nehme ich mit. Ist es wieder voll? Nein. Ja, dann essen, trinken, extra kauen. Ich tue ein paar Schlingpflanzen essen gleich. Da vorne. Okay, die ist auch wieder fast leer. Die muss ich aufladen. Wir bereiten uns jetzt hier komplett nochmal voll vor, volle Kanne auf die Mission. Wir müssen jetzt diese Sachen endlich mal alles kriegen. Y. So, direkt aufladen den Bums. Licht aus. Raus. So, jetzt aber. Da ist die Seemotte. Und dann geht's hier los. Essen. Essen, essen. So, ab geht's. Also. Schloss jetzt. Die Legacy-Station, die ist da hinten. Wir müssen sowieso irgendwie eher da lang. Wir haben jetzt das Reparaturwerkzeug dabei auch. Da geht jetzt ein bisschen was. Wir können Motte eigentlich wieder reparieren, glaube ich. Wenn Motte putt, Motte reparieren. Richtig. Jetzt geht hier mal voll die Party ab. Wie SpongeBob eigentlich voll gut passt hier. Wegen Subnautica und so. Ist so ein Schmarrn eigentlich. So, ganz kurz, ein Zwischenstopp. Mal kurz was essen. Perfekt, ab geht's. Strahlung registriert, schlecht. Meter können wir ja runter. Ist ja gar kein Problem. Aha, der Pilzwald. Wir sind also nicht weit weg. Aha, da ist ein Riesenwrack. Das Gute ist, hier verbrauchen wir ja noch keinen Sauerstoff. Erst hier und da drin laden wir wahrscheinlich auch Sauerstoff wieder auf. So, jetzt wird das was, hoffentlich. Hä? Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Hä, haben wir jetzt schon wieder ein neues Wrack gefunden, oder was? Jupsa, was ist denn? Nee, das ist das Wrack. Die Tür war einfach wieder zu. Na gut. Genau, hier müssen wir leider aufschnibbeln. Hier ja auch. Oder auch nicht. Warte mal. Warum ist denn jetzt so hell eigentlich hier? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Hä? Okay. Boah, das sind wieder diese Viecher. Das ist wieder ein Mottenfragment, ne? Seemottenfragment. Seltsam hier alles. Aber wie gut das Licht macht auch. So, wenn ich jetzt hier wieder einsteige. Und das ist halt dann das Perfekte. Also, wir brauchen unbedingt die Seemotte, sonst kommen wir wohl nicht weiter. Das war so schon schlau, die jetzt nochmal zu bauen. Ja, ja. Ich dachte es mir auch fast schon. Alles klar. Also das ist aber jetzt hier nicht ganz richtig. Was ist denn da vorne noch? Das ist ja wieder die Nummer 6. Aber da liegt ja noch was. Warum? Ma'am, I need you to stay calm.
We're not in immediate danger. Where are the rescue teams? The Aurora didn't make it. So, where are the rescue teams? They're dead, ma'am. Hey, die Synchro, echt, manchmal ist die nicht gut auch. So, what are you going to do? I'm head of human resources, ma'am. This is not my okay. Es geht um Strahlenschutzanzüge. Gut, wissen wir quasi schon. Hä, dass wir das nicht gesehen haben, da links daneben? Hä? Was ist hier eigentlich los, komisches? Don't worry. I'll go. Ja. Jetzt fühlt sich das doch viel abenteuerlustiger hier an. Jetzt wird es hier alles was. Wenn wir hier immer wieder Sauerstoff nachtanken können in der Motte. Perfekt. Genau, jetzt sind wir hier wieder. Richtig, richtig. Aber wir brauchen halt immer noch dieses komische Höllengedöns. Schwamm. Pfosten. Kinder. Was? Sonst kann ich diesen Schneider nicht machen. Schneider. Aber wir sind wieder in der Gegend, das ist perfekt. Wow, ruckeln jetzt nicht rum. Stürzt mir auch bloß nicht ab. Ich speichere mal mein Spiel. Speichern, echt. Hey, ich bin ja schon wieder 3 Stunden am Stream. Hey, das Spiel, echt, es macht süchtig. Es macht so süchtig. Aber es macht auch so Spaß. Und es ist auch so cool, oder? Es ist so spannend hier auch unter Wasser, findet ihr nicht? Ich glaube, Blubberchen ist nur noch da. Findest du nicht, Blubberchen? Das ist so cool, echt. Hey, da ist ja eine Höhle. Die untersuchen wir jetzt. Hallo, hallo? Hm. Ja, toll. Tolle Höhle. Toll. Logo ist ja mal voll meine Hut. Ja, es stimmt. Das ist so. Drum pupst du hier auch rum. Aber es ist wirklich, es ist so ein geniales Game. Die Atmosphäre, die Stimmung, die Sounds und so, das ist so gut einfach alles. Ich darf das? Ja. Unter Wasser geht das klar. Ja, das andere Wrackteil finde ich jetzt mal wieder immer noch nicht. Hier, guck mal, überall sind aber hier Wrackteile. Das habe ich mir jetzt langsam gemerkt, dass das hier alles ist. Komm, wir schauen uns jetzt noch mal. Was ist das da? Ach so. Ach, hier wieder. Ach so. Ja gut. Hier war ja nichts eigentlich.